So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Im letzten Part bin ich ein bisschen ausgerastet, weil ich den Part schon zum dritten Mal aufgenommen habe und weil ich unglaublich scheiße war. In diesem Part wollen wir dann den Skill wieder zurückbringen und ein bisschen blind weiterspielen endlich. Und in die Höhle, in den Wasserfall gehen, wo wir hoffentlich eine tolle, super duper tolle Königswaffe finden. Mega Phönix. Ist schon die zweite, die ich davon finde. Die andere habt ihr gar nicht mitbekommen. Ha! Die habe ich nämlich gerade da hinten beim, nachdem ich Heiltränke gekauft habe, gefunden. Und so, na, egal. Jedenfalls habe ich nämlich neue Heiltränke gekauft, irgendwie 50 Stück, und wie komme ich da hin? Hallo? Oder soll ich immer weiter überall verwirrt? Ich glaube, ich soll nicht ins Wasser. Okay, ich bin überfordert. Ich sehe auch nichts, weil es ist nachts. Ich kann natürlich irgendwo schlafen. Das Problem ist, ich finde nirgendwo einen Platz zum Schlafen in der Nähe. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nachts hier rein. Die Charaktere haben auch immer noch irgendwie, ne, ein bisschen beschädigte Lebensanzeige und so. Aber hey, was soll man schon machen? Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Gehen wir einfach mal rein. Ja, das riecht sowas von Reingang. Und angreifen. Okay. Anscheinend sind wir jetzt in einer Eishöhle, oder? Okay, ich bin schon der erste Gegner. Ah, Puddinge. Blaue Puddinge. Ich mag die anderen lieber, aber. Also diese Orangen, die es auch in Final Fantasy 13 gab. Die finde ich hübscher. Aber hey, man will sich ja nicht beschweren. Hauptsache Pudding. Töten. Töten. Also lieber mögen im Sinne von, die sahen in Final Fantasy 13 aus wie Tomaten. Das heißt, töten macht Spaß und so. Naja, egal. Die machen mir auf jeden Fall weniger Probleme als die komischen Krabbenviecher oder was auch immer das waren draußen. Auch wenn ich immer noch am Verrecken bin. Alter, ohne Scheiß, ich bin. Naja, 50 Heiltränke habe ich. Die sollten mir erstmal nicht ausgehen, hoffe ich. Auch wenn ja mein Leben jetzt schon zur Hälfte überhaupt noch vorhanden sind. Warte mal, Punkt Warp, das wäre gut. Guck mal da oben. Und jetzt anvisieren und da oben drauf. Gut. Stirb. Stirb. Schön. Und tot. Und einen Heiltrank hat der liebe Gladiolus auch noch gefunden. Komme ich da auch hoch mit dem Punkt Warp eigentlich? Warte mal. Ja, ist okay. Ich möchte mich da hochwarpen. Geht außerhalb des Kampfes gar nicht, also anscheinend nicht. Schade, schade. Ganz schön rutschig. Ach, das meinen sie wahrscheinlich. Okay, okay. Rutschpartie. Und wieder mehr Gegner. Was seid ihr denn? Warte mal. Imp. Ja, genau das dachte ich. Blocken! Blocken! Okay, ich weiß nicht, was ich dann blocken sollte, aber ich sollte blocken aus irgendeinem Grund. Die machen mir sogar noch weniger Probleme als die Pudinge. Also die halten recht wenig aus. Und wo sind die anderen aus meinem Team gerade? Erstmal mehr, wo sind die? Sind die überhaupt mitgekommen? Da! Endlich! Leute! Ich kämpfe ganz alleine! Das kann doch nicht angehen, sowas. Aber nochmal, Prompto fehlt immer noch, oder? Prompto, hallo! Ja, ist schön, dass du Angst hast vor Rutschen und so, aber hey, komm endlich. Fein. Okay. Jetzt stirb endlich und dann sollte es so schwer in diesem Kampf hier gewesen sein. Blocken! Anscheinend gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Kämpfe in diesem Dungeon. Ist auch erst der zweite richtige Dungeon, den wir überhaupt machen, ne? Der erste war ja. Genau, das zweite Königsgrab war der erste. Und das hier ist das zweite Dungeon. Schön. Schön, wie ich die ganze Zeit den Artikel auch wechsle, ne? Zwischen der und das bei Dungeon. Naja, was soll man machen? Such lieber. Was soll ich suchen? Ich habe mich aufgepasst. Verdammt. Die wollen irgendwas suchen. Ich weiß noch nicht was. Egal, dann suchen wir halt die Waffe. Genau, die suchen wir bestimmt. Ja, da komme ich wohl nicht hoch. Ist nicht mal auf der Karte angezeichnet, so wenig Möglichkeiten habe ich da hochzukommen. Nicht schon wieder. Oh, das war schnell. Oh, da geht's noch weiter. Aber ich habe einen coolen geheimen Weg anscheinend gefunden. Geheim jetzt, so in Anführungszeichen vielleicht, aber. Ich muss sowieso noch 66 Meter oder was war. Ja, da muss ich hin. Okay, aber ich habe hier gerade einen geheimen Pfad. Okay. Hatten wir das Thema mit Ich bin dumm? Ach, den kenne ich. Der ist aber nur ein Level 12 mittlerweile. Der macht mir gar keine Probleme mehr. Schön. Ja, damals hat er mir Probleme gemacht. Oder sie oder es. Sieht aus wie eine Frau, glaube ich, eher. Ach, was ist ich? Locken! Parieren! Fuck! Ich sollte gleich ein Elixier schlucken. Aber nein, ich bin gerade einfach nur schlecht. So, dagegen werfen. Schön. Schön. Okay. Locken. Oder was auch immer, ne? Ausweichen. Ist auch okay. Okay, gut. Ich sollte langsam mal ein Elixier trotzdem nehmen. Die sind halt so teuer, deswegen will ich mir nicht so viele davon kaufen, aber hey, ich hab's halt eigentlich nötig. Warum ist da ein grüner Strich? Weil ich hier rüberklettern kann, oder wie? Wäre wahrscheinlich passieren.
Okay, ich glaube, das ist doch noch nicht mein Ziel. Ich glaube, da soll ich nur erstmal hin. Und dann geht's auch weiter gleich. Wäre jedenfalls ein relativ seltsamer, naja, Missionspunkt, Gedöns, bliblablub. Als dass ich da halt, naja, die Waffe finden würde. Ich sag ganz schön oft, naja, aber naja, was soll man machen? Naja, naja. Oh, da kann ich Feuer mir absorbieren. Kann ich wahrscheinlich auch gebrauchen, neben Dungeon. Ich meine, Eisgegner könnten eventuell gegen Feuermagie nicht allzu resistent sein. Ich muss doch schon erstmal bitte die ausrüsten. Ausrüstung. Feuer, nämlich die drei hier. Sind zwar ein bisschen schwächer, aber was soll man machen? Und ansonsten, ja, scheiß drauf, ne? Scheiß drauf. Obwohl, ich kann einfach mal das hier alles voll machen. Das ist, wenn ich jetzt davon eigentlich so 41 und davon nochmal so. Was ist Ars Unae? Egal, machen wir Synthese. Warte mal, was? Wirkt Feuer, Eis oder Blitz? Oh fuck, ich hätte das vielleicht einfach mal durchlesen sollen. Ja, das ist halt so ein sinnloses Zauber, den ich mir vorstellen kann. Fuck. Ja, immerhin habe ich es jetzt, ne? Immerhin habe ich es jetzt. Was kann ich jetzt noch so machen? Kann ich hier eigentlich was hinsetzen? WLAN-Katalysator und seine Menge. Ja, ich habe aber gerade keinen. So ein Scheiß. Jetzt habe ich vorhin mein Feuer verschwendet wegen Bullshit, den ich brauche. Warte mal, wenn ich die beiden Sachen nehme, dann kommt nur Blitz raus, aber all die Sachen werden dann trotzdem addiert. Okay. Ja, brauche ich aber gerade nicht. Also gut, jetzt habe ich Verschwendungen gemacht. Egal, was soll's. Hat mir Spaß gemacht. Was? Was ist das? Ach, wieder so ein Vieh. Punkt Warp. Punkt Warp machen, hallo da. Oh, fuck, my life. Punkt Warp. Schön. Und zurück warpen. Auf dich drauf. Ja, die machen halt mittlerweile relativ wenig Probleme, die Viecher. Vor allem, wenn sie noch alleine sind und nicht in Gruppen. Ich hoffe, sie kommen nicht mehr in Gruppen, weil darauf habe ich eigentlich keine Lust. Fuck. Ich würde gerne Kommandos geben, aber das kann ich nicht, wenn ich eingefroren bin. Ich kann nicht sprechen. Blocken. Parieren. Schön. Sturm. Gut. Und Kreis. Bam. Und das war's auch mit dir. Und Elixier sogar erhalten. Das ist super. Elixier kann ich immer gebrauchen. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da hinten. Okay, gehe ich jetzt mal hier rum, damit ich irgendwie runterkomme. Ist, denke ich mal, nicht allzu dumm. Ja, ja, wir finden schon noch irgendwann, was wir suchen. Was auch immer das ist, aber wir werden es irgendwann finden. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Ich glaube, hier soll ich gleich erst hin oder so. Ich weiß es nicht. Fuck, wo bin ich? Okay, ich gehe hier runter. Okay, mehr Gegner. Und da muss ich hoch. Ach du Scheiße. Ich komme nicht da jetzt hoch vernünftig. Und warum sind hier so viele Gegner? Ich habe keine Lust auf euch. Ich flüchte einfach. Hier hinten hoch. Weil auch wenn diese komischen Level 12 Gegner, diese Arachnen oder wie die heißen, nicht so stark mehr sind. Ach so, ja, die suchen ein Schwert, dachte ich mir fast, wie gesagt. Hier ist auch noch Blitz zum Abbauen. Ja, ich wollte eigentlich mehr Feuer haben, aber hey. Na, jedenfalls. Weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Jedenfalls, die machen mir keine Probleme mehr, genau das wollte ich sagen. Aber so in Gruppen und mit anderen Gegnern zusammen, na, keine Lust gerade, keine Lust. Ich brauche mir eh keine Gedanken ums Leveln, glaube ich, momentan zu machen. Ich bin Level 20, das passt. Vor allem, warte mal, was ist das hier gerade für eine Mission? Oh, Level 19, ich sollte mir vielleicht doch Gedanken machen. Hä, warum so schnell? Die Mission davor, also zur Stadt zu fahren, war eine Level 10 Mission und plötzlich kommt eine Level 19 Mission. Was soll denn der Scheiß? Natürlich hat man, zur Stadt zu fahren, kein besonders hohes Level gebraucht, weil, naja, warum auch? Aber trotzdem, warum? Das ist weird. Naja, egal. Was bist du denn? Ronin? What the fuck bist du? Holy shit. Hallo Leute, wo seid ihr? Helft mir. Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Was ist das? Oh, blocken. Fuck. Er tötet mich. Leute, passt auf mich auf. Ich hab Angst. Heiltrank. Nicht Elixier. Heiltrank. Okay. Ich sollte zuerst alles auf den da fokussieren, weil der macht mehr Angst. Sturm auf ihn. Na, du machst Sturm auf irgendwas anderes, glaube ich. Ja. Aber er wird auch getroffen. Warte. Drauf. Schön. Er ist eigentlich nur Stufe 17. Er muss eigentlich der Schwächste sein. Aber er ist halt nicht schwach. Das wirkt er nicht. Also schwach parieren. Blocken. Parieren. 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 Ach schon. Tu, was du tun musst. Block das. Oh, Prompto ist tot. Warum ist Prompto tot? Phönixfeder, please. Da oben. Prompto. Du schaffst das. Ich glaub an dich.
kriegst auch einen tollen Buff direkt. Und ich sollte mal ein Elixier nehmen. Ja, Elixier. Hab das. Weg, weg, weg. Einfach weg. Blocken. Was wollt ihr denn? Parieren. Schön. Gehen wir ganz sogar gemeinsam an. Dann ist er direkt tot. Wundervoll. Hier diese Teamaktion. Super stark. Holy shit. Okay, der ist vergiftet, der Pudding. Auch wenn es jetzt nicht wie ein Gegner wirkt, der allzu leicht zu vergiften sein sollte, aber hey, deswegen. So, Durchschuss auch noch. Einfach alles drauf jetzt gerade auf den. Kreis. Und weiter. Und der ist gleich tot. Schön. Das war's dann mit dem. Oder generell mit dieser Gegnergruppierung. Auch wenn ich mich immer noch frage, was ich mit dem auf sich hatte. Das war aber schon irgendwie so ein Miniboss, oder nicht? Keine Ahnung, also. Ich hoffe, das war kein normaler Gegner, weil wenn doch, bin ich ein bisschen am Arsch. Ja, der Vorsprung. Genau, da bin ich auch grad drüber. Und davor bin ich direkt gesprungen, weil es ein Vorsprung ist. Oh Gott, nein, weil das X einfach für alles zuständig ist und immer, wenn ich Sachen aufheben will oder so, drücke ich X und springe. Tja, hättest du ja eine Wärmflasche mitnehmen können. Okay, du wusstest nicht, dass es hier voller Eis ist, alles, aber trotzdem. Ich meine, ich jetzt auch nicht erwartet, dass hier plötzlich eine Eishöhle ist. So. Aber warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? So, soweit wird es wohl nicht mehr sein. Ja, da ist schon die Königswaffe anscheinend. Holen wir es doch mal direkt. Außer hier ist ein kleiner Mini-Boss-Kampf nochmal. Oh, ein Gedankenschinder, die kenne ich aus einer Jagdmission. Ja, die sind nicht nett. Da muss ich gegen drei Stück davon gleichzeitig kämpfen. Das war unglaublich scheiße. Aber einer davon und ein paar Imps. Ja, das ist nicht so problematisch, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Ich hoffe es wirklich mal. So, Heiltrank direkt bitte. Ich möchte nicht einmal gegen den sterben. Und vor allem möchte ich nicht, dass er seinen Effekt auf mich anwendet, weil wenn er das tut, dann bin ich sofort am Arsch. Da kann ich nämlich erstmal nicht mehr laufen, vernünftig. Das ist so ein Verwirrungseffekt, der lässt mich immer in falsche Richtungen laufen. Das ist kompletter Abfuck. So, Imp. Imp. Stirb. Blocken. Parieren. Okay. Ich möchte eigentlich immer noch auf den Imp gehen, aber das Spiel möchte es gerade nicht. Da, Imp. 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 Ja, gut. Blocken? Nein, nicht blocken. Was rede ich? Ich rede Bullshit. Wie bei Dark Souls auch immer. Ich rede irgendwas von blocken und ausweichen, obwohl ich gar nichts mache. Was passiert hier? Warum spawnen neue? Hallo? Wollte ich mich verarschen? Wollte ich mich verarschen? Okay, wir machen jetzt irgendwelche krassen Sachen einfach, bis alles stirbt. Es sind nämlich jetzt zwei Stück von denen und irgendwas stirbt hier gerade fast. Das mag ich nicht. Das mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Warte mal. Okay, irgendwas geht schon wieder besser, aber der braucht trotzdem Elixier mal eben. Irgendwas kann kein Elixier nehmen, weil weiß ich auch nicht warum. Ha. Blocken, 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 blocken. Okay, dann doch nicht. Blocken, blocken, blocken. Fuck my life. Okay, jetzt ist zu Ende mit mir. Holy fuck. Schnell ein Elixier auf Noctis. Bella, beeil dich. Please. Gut. Weißt du, warum wir plötzlich mehr Gegner kommen als vorher? Da war doch nur einer von denen. Das war schon genug für mich. War echt schon genug für mich. Parieren. Ja, stirb du Mistvieh. Und fuck! Nein! Ich darf jetzt nicht sterben! Was soll der Scheiß? Ja, super Elixier. Warum nicht, ne? Warum nicht? Das ist so viel Geldverschwendung gerade. Ja, ich sterbe gerade, ne? Okay, er hat es trotzdem noch einsetzen können. Ja, und ich kann nicht mehr vernünftig laufen, wie gesagt. Weil, Verwirrung. Was ist das denn? Ich sterbe ununterbrochen! Das ist viel zu viel! Ja, der wird sterben. Ignis wird sterben. Also ich mache jetzt schnell noch Elixier auf Ignis. Ich weiß aber nicht, ob er das so einsetzen kann. Wahrscheinlich nicht. Doch, kann er. Sofort sogar. Schön. In dem Fall würde ich gerne nochmal aus der Ecke jetzt einfach raus. Was ist das denn? Ich habe das gerade beim Kult parieren. Heiltrank. Heiltrank. Einfach nur Heiltrank. Okay. Okay. Jetzt Imp. Die Waffe wieder. Bitte. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance hier irgendwie. Ich bin gerade komplett am Arsch. Noch ein Elixier schlucken. Die kosten so viel Geld. Ich habe so lange gespart auf das ganze Geld, was ich jetzt habe. Und ich kann immer noch nicht vernünftig laufen. Er hat Durchschuss. Mach mal Durchschuss. Please. Der soll doch sterben jetzt dann. Und da drauf. Ja. Schön. Er ist erst tot. Immerhin, ne? Immerhin. Und jetzt erstmal auf den Gedankenschinder, bevor da irgendwie noch ein spawnt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Da noch einer gespawnt ist, aber ich denke mal, der hat den Grund, der andere. Blocken. Stirb. Please. Stirb einfach. Stirb. Stirb. Er ist tot, ne? Er ist tot. Ja. Und jetzt die Imps. Blocken. Parieren. Boah.
Was willst du mich verarschen? Puddinge? Und noch ein. Das ist lächerlich. Das wird langsam lächerlich. Das wird langsam richtig lächerlich. Was ist das hier für ein Kampf? Ja, wir müssen uns mal ganz kurz noch mehr Sachen verschwenden. Und zwar einmal Gladiolus kriegen. Elixiert jetzt gerade am nötigsten, würde ich sagen. Dann jetzt. Warte. Heiltrank für Noctis. Und Heiltrank für Ignis. Und dann jetzt ganz viele Kommandos hier raushauen. Sturm. Erstmal. Genau. Schön. Und jetzt mit Kreisall auch selbst drauf. Und Durchschuss. Dies. Einfach alles drauf, wie gesagt. Okay. Pudding stirbt gleich. Gut. Jetzt auf den Gedankenschinder. Oder obwohl, der Pudding ist eh fast tot. Ach, was weiß ich denn? Frag mal live. Noctis nimmt einen Heiltrank. Please. Also wie gesagt, gut, dass ich den Gegner schon kannte. Dann kann ich immer ein bisschen mittlerweile mehr als beim letzten Kampf, als ich gegen die kämpfen musste. Aber trotzdem sind sie mir noch viel zu stark. Okay, ich muss einen Super-Elixier, glaube ich, nehmen. Weil ich habe halt keine normalen Elixier. Mehr ist das Problem. Ja, das will ich auf keinen Fall nutzen. Ja, aber den Rest halt auch nicht. Wenn wirklich automatisches Ausweichen. Ja, egal, scheiß jetzt mal drauf. Ich greife noch weiter an und mache hier noch Durchschuss. Nicht auf den! Nicht auf den! Das ist verdammter Pudding, der ist jetzt schon tot. Da muss ich nicht mal was. Da muss ich nicht mal was machen. Ist doch blöd. Ja, was soll man machen, ne? Ich will mich ja nicht beschweren. Ich bleib jetzt auch hinten. Ich bleib jetzt auch hinten, weil ich habe eh keinen Skill. So, hau drauf. Hau nochmal drauf. Und ich auch drauf. Schön. Mein Schatz, ich sterbe hier wieder. Ja, ich bin jetzt auch irgendwie komplett am Arsch mittlerweile. Scheiß drauf, super Elixier. Ich muss halt jetzt langsam mal wieder Jagd auf Trigger bald machen. Grandios. Bei Unterlevel bin ich anscheinend auch bald schon wieder. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Aber hey, bisher stört mich Level nicht allzu sehr, weil es, finde ich, ganz gut gelöst ist mit den ganzen Aufträgen und so. Es macht schon Spaß, also mehr als die Final Fantasy 13 oder so. Okay. CAS, immerhin Essen-Offensive. Das war grauenhaft. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr von solchen Kämpfen. Öffnen wir das Gamingsgrab erstmal. Und finden eine weitere wundervolle Waffe wahrscheinlich. Was es nur sein mag, ich habe keine Ahnung. Du bist ein. Bist du ein Bogen? Nee, du bist kein Bogen. Ja, ich nehm's einfach mal. Ja, es sieht schon ein bisschen aus wie ein Bogen, ne? Aber ich glaube, es ist kein Bogen. Ich glaube, es ist nur so ein Stab mit so einer. Na, ihr wisst schon. Mit so einem Gedöns da dran. Was ist das denn da? Du kannst so die Königswaffen heraufbeschwören. Wenn Noctis angreift oder sich beschwört. Wenn Noctis angreift oder sich verteidigt, lädt sich der kreisförmige blaue Limitbalken am unteren Bildschirmrand auf. Ist Erfolg, kann es losgehen. Solange die Königswaffen dich schützen, sind all deine Statuswerte erhöht. Cool. Ja. Das war das erste Mal, dass ich den Tutorial komplett vorgelesen habe, oder? Oh wow. Okay. Ja, sind Schwerter des Wandernden. Achso, das sind zwei Schwerter. Ah, das ergibt Sinn. Aber immerhin kriege ich 2500 XP, die habe ich mir auch verdient. Ich weiß, es sind nur EP in dem Spiel, aber es ist doch eigentlich echt egal, oder? Ja, zum Eingang bitte hinzu. Tja, scheint so, als müssten wir dem Titan beim Meteoren langsam einen Besuch abstatten. Naja, ich würde sagen, das war's dann hier. Wir sehen uns dann gleich in der Stadt wieder. Bis gleich. So, und hier sind wir auch schon wieder beim Hotel. Und da kann ich grüßen. Ja, hi, wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's auch gut. Schön. Und jetzt gehen wir mal zurück ins Hotel hier. Ah,
Noctis-sama! Okaeri nasai! Itadaita Jōhō ga yaku datta. Sayō de gozaimasu ka. Ja, die war schon irgendwie wahr. Ja, reden wir mal mit ihm. Okay, das war's auch schon wieder. Kann ich sonst irgendwas machen? Kann ich mit dir reden? Warum muss ich denn hin jetzt? Ah. エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら、何かわかるかもしれない。Dann sehen wir uns das doch mal an, von da hinten aus. Gut, dass sie uns das gezeigt hat, denn sonst wüssten wir jetzt nicht, dass wir da das uns angucken können. Okay, vielleicht werden wir von selbst auf die Idee kommen. Ich meine, wir haben da geparkt in der Nähe, aber egal, egal. Aber da kann ich nicht rüberspringen, da wäre ich wahrscheinlich tot oder so. Auch egal, auch egal. Ich meine, ich sterbe oft genug in dem Spiel. Von daher, was macht das schon auch für einen Unterschied, ob ich jetzt einmal mehr sterbe, weil ich irgendwo runterspringe? Na, okay. Holen wir uns mal so ein Teleskop hier am besten. Das. Oder auch nicht. Ich bin am falschen Ort. Willst du mich verarschen? Ja, ich muss dahin, okay. Warum muss ich gerade genau dieses nehmen? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ist das der Typ, den ich denke, das ist... あれ、偶然。おい、またお前か。ね、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。 どうすればいいの？それ。会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか？行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ。じゃあそれで。俺の名前、すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ。みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車は、レガリアだっけ？2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。Dann machen wir das doch mal. Dann steigen wir in unser Auto ein und tun das jetzt aber am besten nicht, weil eigentlich wollte ich jetzt gerade den Part beenden und. Warum ist unser Auto da? Wir gehen zu unserem Auto. Das ist da. Und die Markierung ist aus irgendeinem Grund da. Okay, einsteigen. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Kann ich noch nicht. Cool. Warum nicht? Muss ich jetzt warten, bis er eingestiegen ist oder was? Los, steig ein, mein kleiner Freund. Oder mein großer Freund, meinetwegen. Ist mir egal. Das ist dein Auto. Ich hätte ein hübscheres Auto zugetraut, tatsächlich. Aber hey, was soll man machen? Passt zu deinen Haaren, würde ich sagen. Was macht der? Ach, ich soll mit ihm reden. Die Fahrt mit Adern beginnen. Ja, so eigentlich. Nein. Ich bin also noch nicht so weit. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ich dachte schon, das hat jetzt schon begonnen und ich muss das jetzt machen. Das ist wundervoll. Dann kann ich den Part jetzt nämlich beenden. Und beim nächsten Mal fahren wir los. Ah, wundervoll, wundervoll, wundervoll. Naja, wenn es also soweit ist, dann sehen wir uns hier wieder. Ich werde in der Zwischenzeit ein paar Jagdquests machen, ein paar andere Sidequests, die nicht allzu spannend sind, werde ein paar andere annehmen und dann denken, hey, die machen wir im Video. Und blablabla, beim nächsten Mal fahren wir dann mit dem komischen Typen da. Ich werde mir im Video mal anhören, wie man seinen Namen ausspricht. Ja, fahren wir dann los und sehen wahrscheinlich den Titanen und vielleicht kämpfen wir gegen ihn. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Und das könnte dann das Ende von Kapitel 3 schon sein. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Lasst einen Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy XV. Bis dahin. Ciao.